Ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zur allerletzten Folge von Super Mario Galaxy 2. Ein einziger, letzter Stern fehlt uns noch. Aber das ist laut vielen die wohl schwerste Challenge der Super Mario Geschichte. Ihr seht, inzwischen ist die Krone hier bereits golden. Der Text hier ergibt absolut keinen Sinn mehr, weil wir sämtliche Grünsterne haben. Okay, ich wollte gerade sagen, ich sollte vielleicht noch ein paar One-Ups farmen, weil ich auf jeden Fall oft sterben werde. Punkt ist, gibt eh keine Checkpoints, durch die Game Over mir so sehr schaden würde. Ich meine, was erwartet ihr? Checkpoints? Ich muss nur kurz hier noch einen Stern holen, weil der Komet ansonsten... Ich nehm's zurück, er ist schon da. Alles, was man hierfür braucht, sage ich jetzt, als ob es wenig wäre, sind sämtliche normalen Sterne, sämtliche Grünsterne, dadurch logischerweise alle Kometenmünzen, inklusive dieser hier, und ein mit 9999 Sternteilen gefülltes Lager, damit man diesen Kometen erhält. Ich bin echt gespannt, wie es läuft. Großmeister der Galaxien. Der große Titel, den man sich in diesem Spiel erarbeiten kann. Sie starten hier auf dem letzten Planeten. Aber wir müssen alles schaffen. Manche Passagen wurden auch etwas verändert. Mit einem einzigen Leben. Oh mein Gott. Und das war jetzt schon knapp. Ja, das beginnt ja super, wenn ich schon bei der Yoshi-Passage keine Ahnung habe, wie ich die gescheit machen soll. Definitiv nicht so. Ich glaube aber, das hier wäre für den ersten Abschnitt schon mal eine bessere Option. Okay, das ging doch schon gleich eine ganze Ecke besser. Heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie in einer guten Situation bin. Ich habe das Gefühl, das Wichtigste ist hier wirklich einfach nicht stehen bleiben. Dann kriegt man's eigentlich hin. Hier muss ich Yoshi jetzt gezwungen abgeben. Das Nunchuck hat gespackt. Habt ihr gesehen, wie ich gerade ausgerannt bin? Das ist jetzt halt auch noch die nächste Scheiße, die dazu kommt. Ich muss hoffen, dass das Nunchuck mich hier nicht fertig macht. Ey, komm, jetzt kommt aber auch alles zusammen. Ich habe eine komplette Scheißroute gelaufen, die mich umbringen wird. Oder? Oh.
Nee, wird sie nicht. Zur Sicherheit. Zumindest die Passage will ich schon schaffen. Das ist eigentlich eine der einfachsten. Wolken mitnehmen ist immer gut. Die können einem nämlich helfen. Ich glaube, diese Passage wurde so ein bisschen abgeändert. Manche Dinge in diesem Level wurden abgeändert. Der feuert schon, das heißt, ich chill jetzt einfach hier. Und jetzt nehme ich meine Wolke, die erste. Mach die Passage. Ich überlege gerade auch, wie viel gab es eigentlich in dem Level. Ist das die vorletzte? Die Sache ist die so oder so. Die letzten zwei sind meiner Meinung nach die schwersten. An sich ist diese Passage nicht so schwer zum eigentlichen Durchspielen, aber zum No-Hitten. Die Kamera macht gerade auch keinen freundlichen Job. Boah, vor allem das da. Ein zweiter ist schlimm. Ich meine, das hier ist schon schlimm genug. Das war unfassbar close. Hier darf man sich nicht verunsichern lassen. Es ist scheiße knapp, aber man kann hier chillen. Hier muss ich kurz gucken, wie man das macht. So. Man braucht ja den Schwung. Das darf man nicht vergessen. Ich weiß aber gerade ehrlich nicht, ob man dazu auch noch Schwung von da hinten benötigt. Nein. Es ist sogar noch mal eine andere Musik als beim letzten Mal hier. Also, kurz bisschen... Ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde hier in dem Try, aber... Ich überlege gerade, wo die Musik eigentlich... Hat die schon mal irgendwo gespielt? Das klingt meiner Meinung nach nach Zentrum des Universums, Mario Galaxy 1. Wenn ich die drei da hinten gut besiegen will, wäre es wichtig, dass ich auch den Hammerbruder vorher wegmache. Achtung, der Typ hat viel Reichweite. Das darf man nicht unterschätzen. Oh mein Gott, das war close ohne Ende. Ich überlege, ob ich da einen Zwischenstopp mache. Was? Wie hat er mich getroffen? Ich bin doch direkt gelaufen.
hab gar nicht gesehen, dass der Hammer irgendwie in meiner Nähe war. Was ein Bullshit. Alles klar. Und wo wir gerade bei Bullshit sind. Ich war bereits so nah dran. Wenn der Typ gestorben wäre, es hätte gefühlt... Hä? Hallo, Yoshi, flattern. Das ist jetzt halt das Tolle. Jetzt ist die Motivation gleich wieder ganz hoch. Danke, warum nicht die letzten Male? In der Passage muss man sich beeilen, Punkt. Die hier ist leichter, als ich immer dachte. Gefühlt einfach nicht stehen bleiben. Hier kann es ein bisschen tricky werden, weil man durch die Animation von selbst gestoppt wird. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Aber wenn ich jetzt so die Struktur überdenke, wenn man den letzten Planeten hinkriegt, ist es auf jeden Fall machbar. Der vorletzte kann auch ein bisschen nerven, aber... Okay, ich würde halt auch sagen, der nach dem hier, wenn man keine Wolken mitnimmt... Könnte da sogar das Schlimmste werden. Das lohnt sich eigentlich null, was ich mache. Oh Kacke, ich habe keine Wolken mehr. Digi. Calm down. Mit allen drei schafft man's nicht, aber mit zwei. Mit zwei Wolken kann man hier hinkommen. Die Wolkenblume hilft aber auch an sich, dadurch, dass man ja leicht veränderte Sprungphysik hat. Hier würde ich definitiv einen Moment warten. Ich glaube, das war schlecht. Nee, hat irgendwie auf eine komische Art und Weise geklappt. Das heißt, wir sind wieder... Das ist schon mal gut, wenn wir konstant ein bisschen weiterkommen. Was sagst du hier eigentlich? Dasselbe wie im normalen Level. Die Stelle ist halt irgendwie auch... Ich weiß nicht... Ich finde die richtig mies. Das wollte ich nicht. Das hätte schief gehen können. War verdammt close. Ich hoffe und denke auch, man kann mir verzeihen, dass ich in diesem Video nicht so viel rede. Boah! So, aber bevor wir weitermachen, kurzer Cut, Batterie wechseln. So, habe ich aus Versehen, weil ich ein bisschen zittrig bin, zweimal gedrückt? Nö.
Aber egal, wie der letzte Planet läuft, man muss zumindest sagen, es ist schon mal gut, dass ich relativ konstant hier die ersten Planeten raus habe. Aber jetzt mal ernst, was ist das für eine Musik? Mich juckt das. So, hab kurz recherchiert, heißt so viel wie ich hab geguckt, ob ich recht hatte und wer ist der Gott? Es ist das Zentrum des Universums aus Super Mario Galaxy 1. So, hier ein bisschen vorsichtig sein. Die am besten einfach nicht töten. Weil was springt für einen bei raus? Alter! Okay, dann lass du mich auch in Ruhe. So. Hier trifft... Boah! Der Hammer wäre fast bis hier hinter geflogen. Warum triffst du den denn nicht? Warum trifft denn die Drehattacke nicht? Wir werden hier auch auf jeden Fall Game Over gehen. Ich meine, gebt euch das. Warum trifft denn diese Drehattacke nicht? Och, komm. Das ist halt auch die Sache. Entweder sterbe ich ganz am Anfang oder ganz am Ende. Was für ein Bullshit. Vor allem waren wir jetzt schon zweimal kurz davor. Wobei die letzte Challenge hier... Die letzte Challenge... Alter, kann ich jetzt den Anfang vielleicht nochmal schaffen oder nicht mehr? Ich bin gleich eh Game Over. Das ist halt das große Problem. Gefühlt darf man nicht einmal hinten im Level failen. Ansonsten kann man es auch sein lassen. Na, endlich mal wieder zumindest auf dem zweiten Planeten. Was mich nur wundert, ist, dass ich auf dem vierten bisher nie gestorben bin. Genauer gesagt, wenn man Nunchuck Fails nicht mitzählt, nur auf dem ersten und auf dem letzten. Also. Der Planet ist eigentlich ziemlich... Das war mir ernst, ich hab den früher als so schwer in Erinnerung, aber das ist eigentlich echt der geschenkteste mit Abstand. Als ich das früher gefühlt habe, hatte ich den auch relativ geschenkt. Ja, man kann eigentlich gefühlt alles machen, außer stehen bleiben. Also, nächste Runde hier. Frag mich nicht, was der Walljump mir jetzt bringt. Ich weiß es auch nicht. Also ich bin inzwischen auch wirklich ziemlich sicher, dass man nicht mehr als zwei Wolken mitnehmen kann auf dem nächsten Planeten. Ach, scheiße. Junge, noch eine. Danke. Oh Gott. Alter! Da wäre ich fast, weil ich komisch rumgebackt bin, gestorben. Also, mit der hier muss ich es aber auch hinbekommen. Danke. So, um hier dann mir das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Hier dieser erste kleine Weg ist ja wohl so, wieder out campen. Bin ich gewohnt, ich bin Cableman. Ich meine... Ich und Campen? Wie kommt man denn auf sowas? Oh Gott, das war schlecht von mir.
Ich frage mich, was der Mutter. Nein! Vielleicht ist das dass man hier noch träumt. Das ist eine Scheißsache, wenn man hier so einen Scheiß dann hat am Ende. Ja, bevor wir hier jetzt sowas haben, tschüss. Och, die schmeißen mich sogar da aus dem Scheiß raus. Willst du mich verarschen? Mann, Mann, ich hatte Checkpoints. Ja, da ist ja nicht gern. Eben! Hätte man mich ja zumindest wieder hier am Anfang rauslassen können. Jetzt muss ich auch noch hier alle Viertelstunde, 20 Minuten den Scheiß machen. Auch wenn ich es hoffentlich bald schaffe. Aber das Problem ist halt echt, umso länger man spielt, umso niedriger wird eigentlich die Chance. Weil man könnte meinen, ja, man bekommt ja mehr Übung. Der, ihr seht selber, ich hab's nach dem ersten Versuch, bei dem ich nicht dumm in der ersten Passage gestorben bin, schon zur letzten geschafft. In der nächsten, in der ich nicht dumm in der ersten gestorben bin, also ich zähle jetzt mal die, wo ich in der dritten Passage, weil das Nunchuck gespackt hat, dann nicht mit. Aber auf Deutsch, entweder sterbe ich in der ersten oder letzten Passage. Gerade eben war das erste Mal in der vierten. Und warum ist das Timing dieses Mal anders von euch Scheißviechern? Ich war jetzt übel close, weil auf einmal das Timing anders war. Warum das? Alles klar, bei dem kann man nicht mal die ein. Und ich weiß, dass das fucking Smash-Begriff ist, aber ihr wisst, was ich meine. Bei dem darf man diese Wolke... Warum war das Timing auf einmal so anders? Hier, und jetzt ist es wieder normal. Ist das Timing im ersten Versuch hier immer anders? Ich meine, wir hatten es ja auch letztes Mal, dass ich im ersten Versuch Probleme hatte. Und ich bin da... Ich will halt durch die Scheiße durch, ne? Das ist halt wirklich das große Problem, dass man jedes Mal den ganzen Scheiß machen muss. Und dadurch baut sich einfach nur Frust auf. Das hat dann auch nichts mit Training zu tun oder sowas, was irgendwer... behaupten könnte, was man hier bekommt. Das ist einfach nur stinkender Frust. Also, Passage 2. Ich werde vermutlich auch in ein, zwei Versuchen euch einen Cut setzen und den finalen Versuch reinschneiden. Wenn ihr den hier überhaupt noch seht. Weil ich muss ja sowieso die ganze Zeit aufnehmen und schneide euch dann halt einfach die Fehlversuche raus. Aber keine Ahnung, vielleicht zeige ich euch zumindest die Tode, damit ihr wisst, wie viele es sind. Spoiler, viel zu viele. Ich glaube auch, ich sitze hier noch eine Stunde oder so. Das ist halt wirklich das Problem. Ich überlege, ob ich vielleicht lieber hier irgendwie eine halbe Stunde Pause machen soll gleich. Weil das größte Handicap ist wirklich, wie die Motivation so komplett auf Null geht. Alter, hier sterben ist nicht nötig, also chill mal. Auch ein schöner Stunt. Aber schöne Stunts bringen mir nichts. Ich meine, ich komme weiter, aber das war jetzt das halbe Level. Und jetzt kommt die schwierige Hälfte. Na toll, ich bin anscheinend ein bisschen zu weit zur Seite gelaufen, weil der auf einmal aufgehört hat.
wenn ich hier so die Linien sehe. Sollte man da auch einfach warten. Punkt. Das macht's einfacher. Man muss halt auf den Typen mit seinem Feuerball achten. Jetzt wieder die Passage. Und ich glaube, das ist die Passage, die mit jedem Versuch am meisten an Schwierigkeit dazu gewinnt. Weil hier ist es halt wirklich nichts als Fokus und Timing. Und das sinkt mit jedem verlorenen Versuch. Alter, was machst du? Ich drück A und der schießt Sternteile. Willst du mich verarschen? Für die Steuerung, wenn ich keinen Sternteile schießt, man auf B. Eigentlich ja, aber anscheinend ja nicht mehr. Oh Mann, ich will halt durch die Scheiße. Sorry, dass ich keinen Bock hab, den Scheiß jedes Mal neu zu machen. Warum bist du überhaupt hier reingekommen, wenn du nichts machen willst, außer nerven? Würde ich hier ganz gerne mal hinterfragen. So, Passage 2 wieder. Inzwischen sind die Passagen 2 und wenn man den Nunchuck-Fail nicht zählt, 3. Die einzigen, in denen ich noch nicht gestorben bin. Und irgendwie habe ich das Gefühl, auf Dauer wird in 3 auch noch was kommen. Das ergibt gar keinen Sinn, sich so diese Wolkenblume zu holen, ich weiß. So, wenn ich die jetzt verfehle, bin ich sowieso tot. Danke dafür, da war der in Passage 3, von dem ich schon geredet habe. Digga, es war halt so klar. Und dass die mich jedes Mal aus dem Level schmeißen, wenn ich keine One-Ups mehr habe, macht's nur noch schlimmer. Ja, wenigstens landest du nicht auf dem Titelbildschirm wie Mario Bros. Also weiter. Wenn ich halt wenigstens mal wieder zur letzten Passage kommen würde. Egal.
glaube, ich bin tot. Oder auch nicht. Ich glaube, ich hätte den trotzdem dodgen können. Hat auch der Verwendung aufgebaut. Ja, und wie lange braucht's dafür? Da braucht ja sogar die Telekom kürzer. Mit ihrem Kundenservice. Zeigen wir es nur mal, weil hätte Kundenservice noch länger Abhaltigkeit haben. Wir haben doch einen tollen Bot. Aber ich hab's ja gesagt, jetzt wo viele Versuche verloren sind, ist die Passage 5 vermutlich sogar schlimmer als die 6. Kleine Frage, weißt du, was ein Side-by-Side-Kühlschrank ist? Ich kann mir nur seinen mit zwei Türen vorstellen. Ja, das ist einfach, weil das bei modernen Kühlschränken ist. Side by side ist, weil er zwei Türen hat. Und das sind jetzt so wichtige Themen, ne? Damit kannst du auch ruhig wen anders nerven. Ich hab genug Scheiße zu tun gerade. Vor allem toll wäre es, wenn ich es in dem Versuch jetzt schaffe und deswegen die Zuschauer dieses ganze tolle Gespräch hören. Weil ich ja den finalen Versuch logischerweise reinschneide. Nein, hätte ich es da geschafft, einen Hechtsprung rauszubekommen, hätte ich vielleicht alle drei Wolken mitnehmen können. Aber naja, wenn ich hier richtig agiere, schaffe ich es auch mit zwei. Hier eben meine Smash Bros. Skills anwenden und den Gegner outcampen. Aber warum beginnt er schon zu schießen? What the fuck? Jetzt bin ich ja in der kompletten Scheißsituation. Warum hat er so eine halbe Stunde zu früh beim Schießen begonnen? So, darf ich jetzt vielleicht mal wieder an einen scheiß Greifstern dran? Oder hat die Verbindung inzwischen von Telekom auf Internet Explorer gewechselt? Alter! Schlimmste Passage sein nach vielen Versuchen, das hier direkt vor mir. Zumindest mal wieder letzter Planet.
Digga, Mario! So, aufpassen, der Typ hat eine höhere Range als fucking Min-Min. Und wird nie getroffen von diesen Scheiß-Hits! Hallo, was machen denn meine Drehattacken? Warum treffen die denn nie? Ich merke ja auf meiner letzten Passage, wie unbekannteste Technik von Mario bei Mario Galaxy 2 helfen könnte. Welche? Der Hechtsprung, wie er auch dann ja heißt. Was? Der wurde ja extra für Hammerbruder entworfen, weil er die Doppel hittet. Der hittet die Doppelt? Ja, du wirbst ja am Boden einmal, springst dann voraus und brennst nochmal. So was gibt's? Und die werden... Ich dachte, du meinst jetzt diese komische Stampfattacke. Jedenfalls... Dass es so einen Scheiß gibt, wusste ich nicht mal. Das war einfach von dieser Hilfs-CD. Ja, weil ich die so auswendig im Kopf hab, genau. Die Scheiße! Wie gesagt, das ist die wahrscheinlich unbekannteste Technik in Mario Galaxy 2. Ja, dementsprechend habe ich keine Ahnung, wie man die macht. Aber ich kann mir eh nicht vorstellen, dass man mit einem Hechtsprung auf diesen 1 Quadratmeter Plattform groß was machen kann. Aber menschlich hängt alleine kann man nicht sogar. Ich weiß es nicht, aber vielleicht kann man es sogar nur machen, wenn man einen Gegner visiert. Wie visiert mein Gegner an? Also, ich meine, wenn man beim Losspringen einen Gegner trifft. So oder so, die wird mir ja einen Scheißdreck helfen. Es wird mir einfach helfen, wenn meine Drehattacken den Keck mal töten würden. Das ist das zweite Mal, dass ich an genau dem gestorben bin, weil meine Drehattacken nicht hitten. Und das einzig andere Mal bin ich an einem etwas weiter hinten gestorben, weil ich nicht mal gesehen habe, dass der schon einen scheiß Hammer. Naja, auch nicht selber hast du besiegt. Oh! Alle drei! Die Frage ist nur, fängt das jetzt so viel? Nein! Aber zumindest habe ich hier der Beweis, man kann alle drei Wolken mitnehmen. Und ich darf nicht zu weit weglaufen. Ich wollte nur zeigen, dass das wirklich drei sind, weil man die eine in dem Winkel hier nicht wirklich sieht. Ich überlege gerade, mit drei Wolken habe ich natürlich neue Optionen. Doch dein letztes Scheißteil. Und bin ich tot? Er hat wieder einfach nicht geschossen, aber ich glaube, ich werde trotzdem gedodged. Ich verstehe diese komischen Gegner nicht. Die machen doch auch einfach, was sie wollen. Also, diese Laser scheinen ihre Schüsse einzustellen, sobald du sie passiert hast. Das halte ich ehrlich gesagt eher für Schwachsinn. Vor allem, die sind rund. Die passiert man nicht wirklich. Die sind auf beiden Seiten, ne? Verstehst nicht ganz, aber... Auf jeden Fall hören wir überhaupt mit den Schüssen, sobald man vorbeigeschossen ist. Ich habe eher das Gefühl, wenn man relativ direkt über ihnen ist. War nicht so. War, glaube ich, das knappeste bisschen. Warte. Oh Gott, ich bin so. Der linke da unten trifft einen nicht auf dem Greifstern da. Und ich bin jedes Mal deswegen gepanickt, weil ich dachte, der trifft.
Wisst ihr, was asozial wäre? Wenn der Gumba hier auf der Bahn vom Greifstern fliegen würde und nicht nur davor. Mal wieder letzter Planet. Wahrscheinlich sterbe ich wieder am selben wie immer, außer dieses Mal schaffe ich es irgendwie vorher. Hallo? Ich bin tot. Was war das? Der läuft nur im Kreis. Oh. Tot. Oder auch nicht. Okay, vor allem habe ich den jetzt mal besiegt. Was heißt, ich habe hier einen Moment Zeit. Also, der Keck da hinten. Aufpassen, die Range ist halt bei den Dingern sehr legit. Ich sag's ja, ich meine, der hätte mich jetzt fast getötet. Die Hämmer reichen fast bis hierhin. Okay, endlich mal. Jetzt ist halt die Frage, so ist es wirklich, ich glaube, es ist wirklich das Beste, da einen Zwischenstopp einzulegen. Digga, ich sag dir, der trifft bis hier rüber mit den Hämmern. Wenn er da steht, trifft er bis dahin. Mir kommt da gerade eine lustige Idee, aber Bruder, für so recht brauchst. Der ist eine Helfertrophäe, du Vollhorst. Gar nicht. Das war nur eine Dreiviertelstunde. Oh Gott, Alter, ich fühle mich, als kriege ich hier gleich einen Anfall. Ich brauche auf jeden Fall eine Pause. Rosalina, du dumme Alte, was machst du hier? Noch abgelegener kann man nicht wohnen, oder? Alter. Ich glaube, ich habe gerade einen Puls von über 200. Der, vor allem, ich hab halt nicht mal diesen einen Hammerbruder da kurz vorm Ende besiegt. Jetzt hat er die ganze Zeit mit drauf geschossen. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass ich die drei Bumerang-Brüder beim ersten Mal, bei denen ich zu ihnen komme, besiegen kann. Boah! Du bist also derjenige, der alle verstreuten Sterne eingesammelt hat? Ich möchte dir von ganzem Herzen dafür danken. Deine Taten werden die Geschichte des Kosmos neu schreiben. Möge der Glanz der Sterne für ewig auf dich scheinen. Ja, hoffe ich nach dem Scheiß auch mal. Gottverdammt, der letzte Stern. Ich hab ihn. Jesus Christ. Jesus fucking Christ. Großmeister der Galaxien. 22 Minuten steht da, aber wir hatten ja einen Game Over, der mich aus dem Level geschmissen hat. Galaxie komplett. Eine Nachricht wurde an die Wii-Pinnwand geheftet. Das wohl behindertste Feature, das nie genutzt wurde. Ich glaub's nicht, es sieht fast aus, als wäre gerade die Hüterin der Luma hier auf dem Deck erschienen. Die krasse Belohnung. Rosalina steht jetzt auf dem Schiff. Ist eine Ewigkeit her, seitdem ich sie das letzte Mal gesehen habe. Aber sie hat sich nicht verändert. Ja, Digga, denkst du, bei dem Alter machen die 100 Jahre noch was aus? Ich möchte dir meinen Dank aussprechen. Hier, das ist die Belohnung. Rosalina steht jetzt auf dem Schiff und sagt Danke, Diggi. Aber scheiß drauf. Wir haben es geschafft.
Wir haben Super Mario Galaxy 2 zu 100% durchgespielt. Die vielleicht schwerste Challenge der Super Mario-Geschichte, auf jeden Fall der 3D-Mario-Geschichte, würde ich sagen, abgeschlossen. Oh, und ich brauche jetzt ganz dringend eine große, dicke Pause. Auf Deutsch, bis morgen, lol. Morgen zeige ich dann wieder. So, aber nicht Mario Galaxy, denn dieses Let's Play ist an dieser Stelle zu Ende. Viele haben vielleicht nicht mehr damit gerechnet, dass dieser Tag kommen wird, nachdem das Let's Play für 1,5 Jahre pausiert war. Aber ich bin zurückgekehrt, hatte richtig Bock, hab unfassbar. Sind wir an diesem Punkt angelangt. Ungefähr Folge 40 ist das, glaube ich. Und wir haben das Spiel zu 100% durchgespielt. Wenn euch dieses Let's Play und natürlich diese unfassbar spannende Folge gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, ein Abo auf dem Kanal, um keine weiteren Projekte zu verpassen. Wer weiß, vielleicht gibt's ja Remakes zu den Games hier. Ich weiß nicht, wann das hochkommt, wahrscheinlich in so einer Woche. Das wär's. In einer Woche wäre der 20. Es wurde bereits mehrfach von verschiedenen Leuten eine Direct für den 20. geleakt. Und Mario 3D Remakes. Das wär's, wenn an dem Tag, an dem dieses Video online kommt, ein Remake für das Spiel angekündigt wird. Dann müsste ich aber ganz dringend los. Aber naja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wir werden sehen, was für neue Projekte kommen. Ich habe bereits eins im Kopf, das ich beginnen will. Wir sehen uns. Bis irgendwann. Und ciao. Ich muss in dem Video jetzt eh schon cutten, deswegen für euch nochmal die Titles, also was zusammenschneiden. Deswegen, hier, die Datei glitzert. Der grandiose Großmeister der Galaxien. Warum, was ist das eigentlich für eine Zahl? Was ist denn das bei den anderen? Gar nichts. Ach so, das sind, glaube ich, die insgesamt verlorenen Leben. Würde ich zumindest schätzen. Da müsste ich ja jetzt noch fast reingehen und 20 Leben verlieren. Egal, wir sind jetzt grandioser Großmeister der Galaxien. Mit der Platinkrone. Und jetzt gucken wir uns noch die Wii-Pinnwand an. Alter, dieser Screen, den habe ich so ewig nicht mehr gesehen. Auch während diesem Let's Play nicht, weil ich, ne, sehe ich aus, als würde ich das Spiel beenden. Tagesstatistik, danke. Grüß dich, Spieler. Du hast unglaublicherweise wirklich alle Sterne in diesem Spiel gesammelt. Diese glanzvolle Leistung verdient unsere besonderen intergalaktischen Glückwünsche. Wir danken dir, dass du dieses Spiel bis zum allerletzten Ende gespielt hast. Du bist ein würdiger Galaxien-Großmeister von allen Mitwirkenden an Super Mario Galaxy 2. Das ist das Bild, das man dafür bekommt. Jetzt mal ernst, wenn man mal ganz aus der Ferne guckt, das sieht aus wie irgendwie so ein scheiß Computerprogrammcode. Ja, tschö!